Hail brave Mariner on a worthy quest. Devil's Ridge has gold to test. Devil's Ridge. Devil's Ridge wird gesetzt. Ist gesetzt. Wir müssen in Richtung Süden. Süd-Südwest. Okay. Setzt die Segel. Sind gesetzt. Jawohl. Geht ja gut los. Virus, kannst du mal kurz... Du bist oben? Ja. Oder ja. Was? Okay. Mhm. Kann mal einer an den Kartenraum gehen und sagen, ob ich richtig fahre gerade? Nein, bist du nicht. Du musst weiter nach links, weiter nach links, weiter nach okay, links. Okay, nach links. Ich sehe die Insel. Einfach weiter nach links. Ja. Ich sehe sie. Eine sollte auf dem Schiff bleiben. Jo, ich bin noch da. Okay. Ja, super. Fahr die Segel, wind mal kannst an. Ja Aussicht halten. Genau. So, was sagt denn die Karte? Warte. So, at the mysterious cave waterfall, where the light is low, time to hear a shanty crow. Okay, Waterfall. Okay. Where the light is low. Also irgendwie im Inneren, oder? Wasserfall ist echt, soweit ich weiß, außen. Ja, ist bei mir. Bei dir? Ja, aber da geht so eine kleine Höhle mit rein. Das heißt, wir müssen in die Höhle und dann am Wasserfall. Ah. Genau. Oh. Wow. Wohin denn? Ich sehe dich schon. Alter. Weißt du, wie man reinkommt, oder was? Ja. Ja, wahrscheinlich. Vertrau mir. Das ist eine schöne Insel hier irgendwie. Wir laufen gerade im Kreis, oder? Nee, nein, wir nicht tun wir nicht. Okay. Hier geht's nicht rein. Da steht euer Schiff. Das war da eben im Südwesten. Jetzt sind wir im Nordosten. So, ich folge mal jetzt nicht mehr Virus. Weil ich glaube nicht, dass das... ein eigenes Ding. Ich würde sagen, im Norden scheint die Sonne nie. Also geht an den Norden der Insel und sucht am Höhleneingang. Nee, Wasserfall haben wir ja, das ist ja nicht das Problem. Achso, ja, das soll ja da Musik spielen. Wir brauchen nur einen Eingang zur Höhle. Ich bin im Eingang. Mein Trick war nicht, Virus zu folgen. Ja. Bin. Ja, ich hab's übrigens auch gefunden. Ah. Okay, das war ich essen. At the mysterious cave waterfall, where the light is low, time to hear a shanty crow. Oh, ist das nicht ein... Warte mal. Spiel ein Ständchen, los. Oh, was eine Akustik. Was? Das ist ein Shady Crow. Nicht okay, vor der Vorwelt. Ist das vielleicht ans Wasserfall, ne? Wie? Ja. Yeah. Oh. I see. Yeah! Wunderbar. Walk to the painter's spears on the southwest beach, then harness toil. To pace west by southwest, your well-earned prizes lies beneath soil. Walk to the painted spears on the southwest. Painted spears on the southwest. Genau hier. Guck mal. Oh, painted spears. Und wenn ich jetzt hier reingrabe, ist nichts. Aber wenn ich jetzt hier reingrabe, ist auch nichts. Aber bestimmt hier nicht. Sag mal. Ich hab's gefunden. Okay. Ich bin gerade angekommen. Oh Mann. Wir sind gerade im Süden, perfekt. Müssen wir nach? Volkmitte? Nein, oder ja, allgemein alle? Acht Kanonenkugel. Oh, sehr gut. Perfekt. Wir müssen dahin. Siehst du es? Oh, guck mal, ich hab Kompass. Okay. Ich find's cool, dass einer bei und einfach nur Musik macht. Guck mal, wir müssen. Oder hier? Nee, ich meine schon hier. Also nicht da, wo ich gerade reingekommen bin. Das ist natürlich falsch. Sondern natürlich, nicht zu vergessen, hier. Natürlich. Ich hab auch noch eine Kiste gefunden. Was? Ja, hier. Nee. Nein, hast du nicht. Wait a second. Doch. Segel schon mal runter? Jo. Ich dachte, die nehmen gerade Kurs zu uns, glaube ich.
Ja, ja, die drehen sich nach rechts. Hab's gerade verloren. Hm? Ich seh's auch nicht. Oh ja, da. Die sind, ja, da. Mal kurz Richtung abwarten, was sie machen. Sind, ja, Südwesten so. Ne, die gehen weiter. Süd-Südwesten müssen wir dann. Okay, dann mal Anker hoch. Okay. Oh. Oh, wunderschön. Direkt vor uns, oder was? Ja. Okay. Wo ungefähr müssen wir halten? Ich sag's dir. Einer mal bei den Anker bereit machen, der andere macht weiter Segel. Ich Anker bereit machen. Anker in Achtung. 3, 2, jetzt. Ja. Ja. Scheiße, das könnte es jetzt links hauen, das wäre schlecht. Das wäre schlecht. Ja. Runter. Kein Problem, das haben wir gleich. If hidden plunder be your aim, at the graveyard up high to the west, lift lantern flame. Trusting wieder mit der das ist gut. Das dafür bezahlt man ihn, ey. Ach du Scheiße. Geil. Sieht schick aus. Aber einen anderen Song, der ein bisschen ernster ist? Genau, ja. Oh, ist ja Hall? Hört ja auch Hall? Also, warte mal, ja, Echo. Schon. Ja, doch, ja. Hör mal auf. Doch. Oh, wie damn, cool, ey. Die haben echt alles wieder. Okay, warte. Alles klar, hab ich gemacht. Nächstes. Seek the mark of the red-eyed parrot above the north inner waters, close to Blunder. Dicke 9 paces northeast, don't make a plan. North inner waters. Okay, das heißt, die inneren Gewässer sind ja. Genau. North. Okay, dann müssen wir da lang. Ich bin in den North Inner Waters. Ich auch. Aber ich höre Enrico hier ins Wasser fallen, so. Mit Musik. Hilarious. Okay, und dann der Red-Eyed Parrot. Hm. Hier. Warte mal. Tipptopp. Ja. Guck. Weißt du, Enrico macht nie mit, aber er findet immer alles. Ey, da ist da vor uns, ist da direkt ein Outpost, dann lass da erstmal hin. Dann Anker hoch. Aber noch nicht. Doch, jetzt. Jetzt, ja. Ankert. Ja, Anker. Runter. Zu spät. Wow. Ich hab's rechtzeitig gesagt. Ich war gerade nicht am Anker. Haben wir aufgesetzt? Ja, nee, wir kommen runter. Ja, das passt. Perfekt. Ja, Leute, das war das erste Mal, dass wir in einer großen Crew zusammengespielt haben. Wir haben die Möglichkeit gehabt, in einem Scale-Test teilzunehmen, der quasi offen für alle war. Und wir müssen sagen, so unser erster Eindruck von Sea of Thieves ist wirklich der Hammer. Das könnte so unser quasi DayZ 2.0 werden. Also wir haben schon vor, das im großen Stil weiterzuführen, diese Let's Play-Reihe. Es werden auch noch ein paar Folgen jetzt kommen vom Scale-Test. Ich will nur schon mal so ein Feedback einsammeln und auch Feedback geben zu dem Spiel. Das befindet sich ja momentan noch in der Beta, wie gesagt, das war jetzt der Scale-Test. Und wir hatten so gut wie keine Schwierigkeiten, keine Bugs, nichts. Und das macht uns wirklich glücklich, weil das ist so ein Spiel, auf das haben wir wieder gewartet, mit so einer richtigen Crew zu spielen, wo man halt einfach wieder eintauchen kann, was mal wieder was Neues ist. Und ja, auf so ein Spiel haben wir gewartet, um halt mal wieder mit Let's Playen durchzustarten. Und ich könnte mir vorstellen, auch Leute, die früher DayZ gemocht haben und die früher ja, den alten Captain Skooma quasi damals kennengelernt haben, könnten hier wieder richtig Spaß dran haben, weil an sich ist es wieder selbe Feeling, was wir damals bei DayZ auch hatten. Und es wird oft gefragt, was ist überhaupt mit DayZ Epoch, kommt da noch was? Und wir sind eigentlich durch damit.
Ich weiß immer noch nicht, vielleicht kriegen wir immer wieder Lust, aber das Spiel hat mich seit 2012 oder sogar 11 schon verfolgt, also DayZ. Und irgendwann ist halt auch mal Schluss. Irgendwann hat man einfach mal die... Ja, man verliert einfach die Lust an so Spielen. Irgendwann. Auch wenn DayZ wirklich ewig Spaß gemacht hat im Vergleich zu anderen Spielen. Aber wer weiß. Sea of Thieves hat wirklich das Potenzial, ein DayZ 2.0 für diesen Kanal zu werden. Und ich bin mal gespannt, wohin uns das alles führt. Wir sind auf jeden Fall total aufgeregt für die Zukunft und können sich erwarten bis zum 20. März, bis das Spiel dann endlich richtig rauskommt. Ja, dann genießt noch das Ende des Liedes und wir sehen uns in der nächsten Folge. In 2 Tagen wahrscheinlich. Haut rein. Dann wollen wir den Tag mal starten.